Nach langer Abwesenheit geht es weiter bei Let's Play Moemon Smardock Edition. Wir sind ja auf der Route 124, das weiß ich, weil ich meinen schönen, tollen Pokémon Smaragd Spieleberater vor mich gelegt habe. Ja, ich habe mir vor langer Zeit mal einen Pokémon Smaragd Spieleberater gekauft. Aus Gott, was weiß ich, was für ein Grund. Und lasst mich euch was daraus zitieren. Was hat er denn über die Route 124 zu sagen? Route 124 ist Teil der komplexen Wasserwege vor der Ostküste Höhens. Yeah, wir sind jetzt so ziemlich am Teil des Spiels angelangt, den ich am wenigsten leiden kann. Denn wir durchqueren jetzt hauptsächlich nur noch die Ozeane Höhens. Ah, mir ist das Schwimmen langweilig geworden. Wie wär's mit einem Kampf? Ach, jederzeit, Mädel. Und ach, Typ, lass mich in Ruhe. Ich hab doch gerade das Mädel angesprochen. Ein Schwimmerduo möchte mit uns kämpfen und sie setzen folgende Pokémon ein. Meryl und Gyarados. Ich würde mal vermuten, der Typ hat jetzt das Gyarados eingesetzt und das Mädel setzt das kleine süße Meryl ein. So, wie gehen wir mal am besten vor? Ich würde mal sagen, Schockwelle gegen Gyarados mit seiner vierfachen Elektroschwäche und ja, Absorber nicht unbedingt, ist ein bisschen schwach. Oh, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, welche Attacke ich eingesetzt habe und Gyarados hat mir voll eine reingebasht. Das sollst du mir büßen, du Unhold. Nimm das. It's super effective. Und Naturkräfte wurden zu Surfer, das trifft Hanzumi natürlich jetzt auch. Und hat kaum Effekt gegen Meryl und Gyarados. Oh, es hat irgendwie doch Hanzumi nicht getroffen. Okay. Will ich mich gar nicht drüber beschweren, ist mir nur recht. Dann nochmal Schockwelle gegen Gyarados und vielleicht Komori mal heilen. Was haben wir denn hier? Ich habe ja schon so lange nicht mehr gespielt, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles habe. Superschutz, nee, Super Potion, ja, ist erstmal besser als nichts. Nimm das, Komori, und erfreue dich daran. Es ist ein Super Potion, nur für dich. Au, voll auf Hanzumis Face und das war ganz schön knapp. Aber zum Glück haben wir Gyarados ganz schnell ausgeschaltet. Naja, ganz schnell ist ein bisschen übertrieben. Wir haben es jedenfalls besiegt und das ist alles, worauf es ankommt. Und Komori steigt auf, sehr schön. Und Aquaknarre gegen ein Wasserpflanzen-Pokémon ist nicht gerade sehr effektiv, oh nein. So, und Hanzumi sollte ich jetzt unbedingt heilen. Schockwelle, los! Und das hat Meryl ausgehalten, das darf doch nicht wahr sein. Was bist du nur für ein Imba, Meryl? Das gibt's doch gar nicht, dass du die Schockwelle aushältst. Und nee, nochmal muss ich nicht in den Supertrank einsetzen. Hanzumi kommt schon klar, denke ich. So, den ersten Kampf in diesem Video hätten wir natürlich mal wieder problemlos überstanden. Ich hatte keinen Plan, dass du so stark bist. Oh, I'm feeling blue, blue as the sky, tralidadida, la la la. Hör auf zu singen, du Blödmann. Da ist schon der nächste Schwimmer. Hallo Schwimmer, was schwimmst du hier rum? Hey, bist du verloren in der See? Wenn du meine Pokémon besiegen kannst, kann ich dir weiterhelfen. Nein, danke, ich komm schon alleine klar. Ich habe ja meinen tollen Spieleberater hier. Mit der tollen Karte. Also brauche ich deine Hilfe nicht. Yay, yeah, der eine oder andere mag es jetzt vielleicht ein bisschen als lächerlich empfinden, dass ich für diesen Teil des Spiels einen Spieleberater zur Seite lege, aber hey, ich habe das Ding mal vor Ewigkeiten gekauft. Und dieser Teil des Spiels ist unübersichtlich und kompliziert genug und die Karte wird mir mehr als weiterhelfen. Bäh, bei meinem Glück bin ich jetzt wieder vergiftet. Doch nicht, haha. Warum setze ich eigentlich Konfusion ein, wenn ich Psychokinese habe? Eine gute Frage, auf die ich mal wieder keine Antwort habe, weil ich mal wieder total verplant in dieses Let's Play gestartet bin. Und Wingull, ach, das können wir doch auch ganz problemlos besiegen. Hallo Peko, was geht?
Nicht viel anscheinend. Nimm diese Schockwelle und, oh, verwirre uns bloß nicht. Bitte, tu es nicht. Erfreue dich lieber an dieser wunderschönen Schockwelle, die doppelt effektiv gegen dich ist. So, dann... Ja, du hast uns eigentlich angeboten, uns weiterzuhelfen, aber wie gesagt, ich komme schon irgendwie klar. Ich werde schon irgendwie meinen Weg hier durchfinden und siehe an eine kleine Insel. Hier ist doch bestimmt irgendein Item versteckt. Habe ich eigentlich einen Detektor? Ich weiß gar nicht mehr. Item Finder! Nope, nix hier. Eigentlich suche ich noch einen Blattstein für Komori. Ich meinte, irgendwo hier in der Nähe war so einer. Oder habe ich mich da verguckt? Naja, muss ich nachher nochmal einen genaueren Blick in den Spielebelaber werfen. Und ja, ich habe Spielebelaber gesagt, ich nenne die ab und zu mal so. Oh, und wir sind schon in Moosbach City angekommen. Sehr schön. Da, 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 da. Was ist los? Hast du kalte Füße, mein Freund? Was geht ab? Warum läufst du so auf der Stelle auf und ab? Und ich sollte aufhören zu singen, bevor ich hier irgendwen aggressiv mache. Erstmal ins Pokémon Center. Hallo, Schwester Joy, bitte heilen Sie meine Pokémon. Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Dankeschön. Thank you very much. So, dann können wir jetzt in die Arena gehen. Wo war die nochmal? Ah, direkt hier. Und die Arena-Leiter sind Lisa und Tate. Bei uns heißen sie, glaube ich, Ben und Svenja. Mal kurz einen Blick in den Spieleberater geworfen und jeps, sie heißen Ben und Svenja. Die mystische Combination. Na, dann wollen wir noch mal gucken, was die mystische Combination so drauf hat. Oder, ach du Scheiße, es sieht schon so kompliziert hier aus, aber es ist bestimmt ganz einfach. Welche Pokémon will ich denn mal an erster Stelle einsetzen? Nehmen wir mal... ja, Izumi. Und wen nehmen wir als nächstes? Ruschner. Nehmen wir dich als nächstes. Denn das scheint mir wieder ein Doppelkampf zu werden. Yep, ein Doppelkrampf. Yeah, labert mich nicht voll, Leute. Ich möchte einfach nur kämpfen. Ich habe keine Lust, hier großartig wieder von Englisch ins Deutsch zu übersetzen. Ach, ich wünschte, ich würde einfach nur deutsche Pokémon-Edition spielen, aber deutsches Moomoon Smaragd existiert leider nicht. Deswegen müsst ihr mit meinen schlechten Übersetzungskünsten leben. Und Future Sight. Ich habe vergessen, welche Attacke das war. Auf jeden Fall hat Kadabra eine Attacke vorausgesehen. Und Kilia schon fast besiegt nach der Schockwelle. Oh. Hat mit Synchronize aber den Effekt auf mich übertragen. So, dann bleibt mal zu hoffen, dass der Surfer Kadabra ausschalten kann. Nein! Gut, dann versuchen wir es eben mit der Stärkeattacke. Und Ushina macht, ja, pff, was machen wir? Spark. Wir machen wieder Spark. Und Rollenspiel, was hat das zu bedeuten? Es hat mich kopiert auf irgendeine Art. Ich weiß nicht wie, aber macht aber auch weiter nichts, denn wir haben es besiegt. Ich habe verloren. Oh ja, du hast verloren. Sorry, aber heute ist mein Englisch irgendwie ganz, ganz, ganz besonders schlecht, deswegen erhofft euch keine besonders tollen Übersetzungen von mir. Ach, ich sollte Ruschner von der Paralyse befreien. Maximalbeleber, nee, nee, nee. Paralyseheiler, yep, genau das habe ich gesucht. Und let's get ready to battle. Fu 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 fu. Na, 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 also wirklich. Ich sehe sie. Ich sehe deine Zukunft. Wenn du mich besiegen kannst, werde ich dir deine Zukunft verraten. Danke, aber ich arbeite lieber selbst auf meine Zukunft hin.
Du musst ihn mir nicht verraten, aber trotzdem danke für das nette Angebot. Oh, Kirafarik und Xatu. Zwei Pokémon, die wir, glaube ich, bisher noch gar nicht gesehen haben. Aber dank unseres Surfers und unserer Spark-Attacke auch kein Problem. Ja, Xatu kippt schon aus den Latschen nach einem Volltreffer. Dann geht jetzt die geballte Kraft des Surfers alleine auf Girafarik. Und Girafarik heißt rückwärts Girafarik. Jetzt habt ihr wieder was dazugelernt. Wow, Agilität. Setzt nicht Agilität ein. Wir möchten dir doch keinen Erstschlag gönnen. Und Girafarik setzt Konfusion gegen Ruschen ein und Ruschen hält es einigermaßen gut aus. Ah, meine Pokémon-Kampf-Skills sind anscheinend nicht synchronisiert. Ich gebe auf! Ich ergebe mich. Whatever. Sag mir meine Zukunft. You will wage a terrifically intense battle with our gym leaders. The result you want heard from me. Ja, von wegen, du kannst mir die Zukunft voraussagen, ne? Also wirklich. So, als nächstes kämpfen wir gegen diese beiden Typis. Ja, wer auch immer sie sind, sie haben bestimmt was Wichtiges zu sagen. Lass mich dein Talent sehen. Ohohoho, ich bin ein alter Mann und lache wie verrückt. Warum lache ich so viel? Ich sollte mich viel mehr aufs Kämpfen konzentrieren. So, wir kämpfen gegen Trassler und Spoink. Oh, was für ein niedliches Spoink, aber es ist männlich, also ist es nicht niedlich. Wenn es weiblich wäre, dann wäre es niedlich. Okay, Surfer und Spark. Auf. Wer könnte weniger? Also, wer könnte es besser vertragen? Machen wir es auf Spoink. Und Magic Code. Was macht das? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich spiele die Pokémon-Hauptspiele bei weitem nicht mehr so viel wie damals. Ich bin mittlerweile eher ein Fan der Spin-Offs. Und Trassler gibt auf. Kampflos. Und Spoink, hältst du es aus? Spoink hält es aus. Aber auch nicht lange. Da hilft auch dein Magic Code nicht. Und weg ist es. Ganz einfach, ganz easy, ganz problemlos. Du hast ein wirklich spektakuläres Talent. Oh, deine Battle Skills sind fantastisch. Ich muss schon sagen, ich habe noch nie so etwas Beeindruckendes in meinem ganzen Leben als alter Mann gesehen. Oh, ho, ho, ho. So, jetzt muss ich nur irgendwie hier durchkommen. Genau so würde ich mal sagen. Möchte ich gegen euch kämpfen? Ja, ich kann jeden zusätzlichen Erfahrungspunkt gebrauchen. Also kämpfen wir mal gegen euch. Ja, wenn du gegen mich verlierst, nimm es nicht allzu schwer. Es ist nicht so, dass du schwach wärst. Ich bin einfach nur zu stark. Ja, jetzt aber genug gelabert hier. Let's battle! Hanna und Sylvia fordern mich heraus. Und sie setzen Kilia und Mediti ein. So, da greifen wir natürlich wieder zum Surfer, wer hätte das gedacht, und zur Spark-Attacke. Gegen Mediti. Das schon fast aus den Latschen kippt. Und der Surfer wird den Rest erledigen. Das kleine süße Kirlia bleibt natürlich noch weiterhin stehen, aber nicht mehr lange. Da hilft auch dein Calm Mind nichts. Okay, ich würde mal vermuten, Spark reicht dich aus. Ah, nicht ganz, da ist wieder der magische Pixel. Und Izumi steigt auf. Man möchte gern Shiny Izumi. Du bist einfach zu stark. Was hast du? Ah, ich bin verängstigt. Das solltest du auch sein. Jetzt mach Platz. Ich suche die Arenaleiter. Wo sind sie denn? Ich würde mal vermuten, wenn wir diesen Teleporter da oben betreten, dann werden wir sie finden. Deswegen mach mal bitte Platz. Ich muss hier mal ganz fix durch.
Okay, so klappt das anscheinend nicht. Ah, verdammt, das war jetzt einmal zu weit. So. Jetzt aber. Und schon habe ich mir den Weg wieder zugebaut. So, noch einmal hier drauf getreten und dann kann es endlich weitergehen. Und ich hoffe, wir können jetzt direkt gegen die Arena-Leiter. Wie komme ich jetzt hier durch? Oh nein. Lass mich raten, ich muss diesen Teleporter benutzen und dann... Oh Gott, noch mehr Gegner. Noch mehr Gegner, darauf habe ich ja jetzt überhaupt keinen Bock. Wir sollten vielleicht mal die Pokémon ändern. Nehmen wir mal Shana an erster Stelle. Ah, lass mich dir eine furchtbare Zeit bescheren. Ja, ich zeige dir die Kraft meiner super harten Pokémon Battling Power. Ja, dann mach mal. Ich bin schon gespannt, was auf mich wartet, ne? Kathleen und Nicolas fordern uns heraus und setzen Kadabra und... Wohin genau ein? So, dann möchte ich mal lieber schnell Wohin genau ausschalten, bevor es mir unnötig Probleme bereitet. Hoffentlich paralysieren wir es. Ah, und es zählt ganz schön was aus. Und Kadabra wirft wieder einen Blick in die Zukunft. Ein sehr vorausschauendes Pokémon. So, damit wäre Wohin genau schon mal paralysiert. Ein Problem weniger. Also nicht ganz weniger, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt keine Sorgen mehr vor Angriffen von Wohin genau machen. Komm, geht down, auch meine Güte. Psychokinese gegen Shana, das hält sie gerade noch so eben aus. Gut, dann will ich mal hoffen, dass wir jetzt ein bisschen schneller als Kadabra sind. Oh nein, Recover, es heilt sich. Vielleicht können wir es mit Body Slam paralysieren. Oder sogar fast besiegen. Oh oh. Future Sight trifft und Shana ist ausgenockt. Dann nehmen wir eben Komori. Komori kann noch ganz gut Erfahrungspunkte gebrauchen. Absorber ist zwar nicht die stärkste Attacke, aber sollte selbst dafür ausreichen. Yeah. Und kein Level Up, aber den Kampf, ja, nach einem miesen K.O. doch noch überstanden. Nein! Oh, ich bin fertig. Oh, aber sowas von fertig. So, jetzt würde ich mal vermuten, wenn wir hier drauf gehen, dann kommen wir zurück in den ersten Raum. Oh, Leute, 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 es hat einfach kein Ende hier. Und ich sollte vielleicht Shana wiederbeleben. Einen Maximalbeleber habe ich noch. Habe ich noch ein paar normale Beleber vielleicht? Nope, habe ich nicht. Dann müssen wir also ohne Shana weiterziehen. Und uns wieder auf Izumi verlassen. Aber Rushuna heilen könnte ich mal eben. So, Super Potions habe ich auch nicht mehr so viele. Muss ich mal ein paar neue kaufen. Oder vielleicht doch lieber ein paar Hypertränke diesmal. So, Leute. Da bin ich. Macht euch bereit. Ich möchte endlich die Arena-Leiter herausfordern. Deswegen beeilt euch bitte ein bisschen. Ne? Zeit ist Geld und so, ihr wisst schon. Okay, Nato und Girafarik. Denn Girafarik heißt Girafarik rückwärts. Jetzt habt ihr wieder was dazu gelernt. Moment, hatten wir das nicht schon? Egal. Surfer auf beide und Spark auf Girafarik. Ich würde mal jetzt vermuten, dass Nato weitaus weniger aushält. Und Girafarik ist besiegt und Nato wird bald folgen.
Ja, aber noch nicht ganz. Und da möchte wieder jemand einen Blick in die Zukunft werfen. Aber wir sind diesmal schneller. Nun denn, ich würde mal vermuten, das waren die letzten beiden normalen Trainer in dieser Arena. Jetzt müssten sich eigentlich als nächstes die beiden Arenaleiter Ben und Svenja zeigen. Yep, dann ist hier hinten der Schalter, den ich suche. Nochmal. So, und jetzt kann ich endlich zu den Arenaleitern gehen. So, den Weg wieder freilegen. Komm schon, komm schon, komm schon. Bewegt euch. Und da sind sie endlich, Ben und Svenja, die beiden Arenaleiter. Okay, ich speichere lieber vorher. Boah, erinnert ihr euch noch an die Zeiten, in denen das Speichern bei Pokémon ewig gedauert hat? Das ist ja jetzt zum Glück nicht mehr so. Und ich würde sagen, ich bleibe bei meinen beiden momentanen Pokémon, Izumi und Rushuna. Danach, also nach diesem Arena-Kampf, sollte ich mich mal ein bisschen mehr auf das Training von Komori, Shana und Hanzumi konzentrieren. Und Wingull haben wir ja nur zum Fliegen da. Also, let's battle! Hehehe, bist du überrascht? Fuhuhu, warst du überrascht? Dass es zwei Arena-Leiter gibt? Dass es zwei Arena-Leiter gibt? Wir sind Zwillinge, wir sind Zwillinge! Ja, ist gut, Leute, wir haben es gerallt, ihr seid Zwillinge und ihr könnt den einen oder anderen nachlabern. Genug geredet, Zeit für den Arena-Kampf! So, mal wieder die bekannte Surfer- und Spark-Kombination. Und nein, nicht Sunny Day! Das schränkt die Effektivität meines Surfers ein! Und ein verdammtes Erdbeben, das wird Rushuna wahrscheinlich nicht aushalten können. Nein, Rushuna! Verdammt mich doch! Es hat keinen Effekt auf Xatu, natürlich nicht. Xatu steht zwar auf dem Boden, aber es hat keinen Effekt, einfach nur weil es ein Flugtyp ist. Ach, Komori, du bist dran. Und mein Surfer-Effekt ist natürlich jetzt dahin, dank des schönen Sonnenscheins. Das Sonnenlicht ist stark. Ja, das habe ich gemerkt, Leute. Sehr schön. Tolle Kacke. Dann, was machen wir stattdessen? Ja, ich werde es weiter mit Surfer probieren. Irgendwann wird die Sonne ja wieder nachlassen. Oh ja, und ein Hyper-Potion habt ihr natürlich auch. Ist ja ganz toll. Ganz tolle Wurst hier. Und noch ein Erdbeben. Wenigstens halten die Izumi und Komori das einigermaßen aus. Es ist nicht effektiv, aber hat mehr als genug Schaden zugefügt. Ach, kann der Sonnenschein mal bitte nachlassen? Oh, Sternschauer, was für eine gemeingefährliche Attacke. Seht zu, wie viel Schaden sie mit einem Volltreffer gemacht hat. Ich glaube, ich habe bald echt keine Chance mehr. Was soll ich jetzt am besten mal tun? Versuch es erneut mit Surfer. Ich meine, die Sonnenkraft wird bestimmt irgendwann nachlassen. Irgendwann habe ich bestimmt Glück und Psychokinese auf Komori. Oh nein, das wird wehtun. Schiete! Daneben Hanzumi. Es liegt jetzt ganz allein an dir. Und an Izumi natürlich noch. Ja, setz ruhig Psychokinese gegen meine Hanzumi ein. Das hält sie... Was? Das hält sie mal gar nicht aus. Okay, dieser Kampf scheint ziemlich auswegslos zu sein.
Einen von beiden muss ich jetzt heilen. Und ich würde mal schätzen, das ist Izumi. Izumi ist die einzige, die hier wirklich was reißen kann, glaube ich. Tschüss, Anzumi. Ich hab dich lieb. Wingard, los, mein überpowertes Pokémon. Rette die Arena. Wieso rette die Arena? Rette diesen Kampf für mich. Zumindest kannst du nicht durch Erdbeben verwundet werden. Ah, jetzt auch noch ein Volltreffer. Ist ja klar. Ist ja mal wieder ganz klar. So, könnte jetzt mal bitte ein Volltreffer kommen. Oder dieses Clay Doll ausnocken. Danke. Oh ja, Brindle bekommt jetzt Erfahrungspunkte ohne Ende. Oh nein. Hör auf. Du hast diese Erfahrung nicht verdient. Kannst du nicht stillhalten oder was ist los? So, jetzt kann ich nochmal Surf einsetzen und die Sonnenkraft ist ja immer noch nicht verschwunden. Auf jeden Fall muss ich Izumi heilen. Um Psychokinese gegen Izumi, das wird böse wehtun. Aber es geht einigermaßen, aber ich habe Spezialverteidigung eingebüßt. Und der Solarstrahl auf Wingull, das kann nicht gut gehen. Also es geht nicht gut, was rede ich überhaupt? Super effektiv, aber durch den Sonnenschein. Verdammt. Und endlich, das Sonnenlicht ist weg. Aber ich habe nur noch ein Pokémon übrig und ich würde mal sagen, diesen Kampf habe ich verloren. Selbst wenn ich mich heile, trifft mich als nächstes die Kraft zweier geballter Mormon. Und ja, ich würde mal sagen, ja, weil sie mir noch nicht genug in die Eier getreten haben, setzt sie jetzt noch einen Hypertrank ein, um zu zeigen, wer hier der Boss ist. So, wir haben verloren. Nagi hat keine Pokémon mehr. Wer hätte es gedacht? Und Nagi tritt weg. Oh, ich bin ohnmächtig. Und irgendeine unbekannte Person trägt mich bitte ins nächste Pokémon-Center. Dankeschön. Und ich habe die Hälfte von meinem Money verloren. Sehr schön. Ja, dann würde ich also sagen, ist bis zum nächsten Mal erstmal intensives Training angesagt. Und dann sehen wir uns in einem halben Jahr wieder. Nee, Blödsinn. Ich werde versuchen, die nächste Mormon-Folge diesmal ein bisschen früher hochzuladen. Also ich werde es versuchen, nehmt mich nicht beim Wort, aber ich werde es versuchen, in Anführungszeichen. Ja, das war's dann für heute. Es lief ja nicht so gut beim Arena-Kampf. Überhaupt nicht gut. Aber ich bin mir sicher, dass wir es nächstes Mal schaffen werden. Ich gebe nicht so schnell auf. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und tschüss. Bis dann.